Mein Name ist Gebhard Ottacher, ich bin der Geschäftsführer von Teach for Austria, einer Bildungsinitiative, die es in Österreich seit 9 Jahren gibt. Mein älterer Sohn, ich habe 2, Leo, hat nächste Woche Geburtstag. Er wird 10 Jahre alt. Und mit 10 Jahren muss man in Österreich, aus meiner Sicht viel zu früh, eine sehr wichtige Bildungsentscheidung treffen. Bei ihm ist es leicht, denn er ist der Sohn von 2 Akademikern. Er wird ins Gymnasium gehen, wahrscheinlich Matura machen, vielleicht sogar studieren. Vor 36 Jahren hat sich die Frage auch für mich gestellt, damals war ich 10 Jahre alt. Und bei mir war das nicht so eindeutig. Meine Eltern haben beide keine Matura, sind in die Hauptschule gegangen und haben damals meinen Volksschullehrer konsultiert und der hat ihnen geraten, mich in die Hauptschule zu geben. Warum? Damals als 10-Jähriger habe ich darüber nicht nachgedacht, hatte keine Wahrnehmung. Aber im Nachhinein glaube ich, es ging nicht um die akademischen Leistungen, weil die waren sehr gut. Es ging eher um die Beziehung zwischen mir und meinem Volksschullehrer und die war nicht gut. Ich war ein ziemlich quirliges Volksschulkind, ziemlich aufgeweckt und ich glaube, aus seiner Sicht war ich ein rebellisches, ein aufsässiges Volksschulkind, eins, das seinem Unterricht nicht folgen wollte. Und so kam es zu dieser Empfehlung. Meine Eltern sind der Empfehlung gefolgt, warum auch nicht, sie waren ja selbst auch in der Hauptschule, kann nichts Schlimmes dabei sein. Und so kam ich dann in die Hauptschule und dort bin ich dann auf einen anderen Lehrer getroffen. Junger Lehrer, der hatte so eine Frisur, wie man sie in den 80er Jahren hatte und einen ganz buschigen Schnurrbart und ich kann mich auch noch gut erinnern, er hatte eine irrsinnig schöne, gestochene Lehrerschrift auf der Tafel und auch am Zeugnis. Und der hat in mir etwas anderes gesehen. Der hat vielleicht in mir nicht einen rebellischen Schüler gesehen, sondern vielleicht einen gelangweilten Schüler, einen unterforderten Schüler. Also der hat irgendwie Potenzial gesehen und hat dann noch vor Weihnachten meine Eltern zu sich geladen und hat ihnen auseinandergesetzt, dass ich in der falschen Schule bin und dass sie mich ins Gymnasium geben sollten. Meine Eltern sind auch seiner Empfehlung gefolgt. Gegen meinen Widerstand, gegen meinen Protest bin ich dann ins Gymnasium gegangen. Und dieser Lehrer hat mich auf ein anderes Gleis gesetzt und hat dadurch mein Leben massiv beeinflusst. Und nur anhand dieses meines eigenen Beispiels habe ich gesehen, wie unglaublich viel Einfluss nur ein einziger Lehrer, eine einzelne Lehrkraft auf das Leben und viele Lebenswege haben können. Und ich glaube, das hat mich im Endeffekt zu der Arbeit gebracht, die ich heute mache bei Teach for Austria, wo ich nicht nur mit meinen eigenen beiden Kindern arbeite, sondern mittlerweile mit um die 13.000 Kinder für und mit denen ich im Rahmen von Teach for Austria arbeiten kann. Einer, der mich total inspiriert, ist der Jimmy Wales, der Gründer von Wikipedia. Das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen konnte, dass das wirklich funktioniert und in diesem Ausmaß funktioniert und dass ich während meiner Lebenszeit erleben konnte, wie in nur wenigen Jahren so etwas entsteht, einfach nur aus der freiwilligen Arbeit von so vielen Tausend und Hunderttausenden Menschen. Das hat mich total inspiriert. Und das inspiriert mich auch, Dinge auszuprobieren, die ich jetzt mal grundsätzlich für nicht möglich erachte, weil sie vielleicht dann doch möglich sind. Also es gibt ganz viele Leute, die mir nicht zutrauen, dass ich kochen kann. Oder mir nicht zutrauen, dass ich kochen lernen kann. Und die möchte ich jetzt eines Besseren belehren und habe da schon Pläne geschmiedet in die Richtung. Muss aber noch meine ersten Schritte setzen. Ich habe es verabsäumt, in meinen ersten 46 Jahren kochen zu lernen. Aber das kann man kann alles noch lernen. Es ist nie zu spät. Ich mache mit, weil ich ein großer Fan vom Storytelling bin. Ich habe vor mittlerweile 15 Jahren 2 Jahre in Amerika verbracht und
Eins, das ich mir von dort mitgenommen habe, ist diese unglaubliche Macht des Storytellings. Die Amerikaner beherrschen das, weil sie das von Kind auf lernen. Es ist etwas, was wir in Europa nicht mehr können, uns wieder beibringen müssen. Und ich glaube, um Dinge zu vermitteln, ist es eins der besten Sachen, Storytelling. Diese Lampe ist mir sofort ins Auge gestochen, weil es ein Buch ist mit vielen Blättern und ich bin ein großer Fan von Büchern. Ich liebe Bücher, ich sammle Bücher, ich habe immer Bücher um mich, ich lese immer mehrere gleichzeitig und deshalb ist mir die Wahl leicht gefallen.